Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich war fast ein bisschen erschrocken und müsste eigentlich mit einer Gratulation an die FDP beginnen. Denn ich glaube, Sie haben tatsächlich nach meiner Rede beim letzten Mal die neue Schallplatte gefunden. Es ist das erste Mal, dass ich einen Digitalantrag Ihrer Fraktion lese, wo Sie mal mehr als nur ein Digitalministerium fordern und damit eigentlich die einzige Forderung in Ihrem Antrag schon erledigt ist. Aber Herr Theurer, dann habe ich mir Ihre Rede angehört und habe mich gefragt, warum Sie eigentlich die 7 Minuten, die Sie hatten, so wenig genutzt haben, um das, was so an allgemeinen Dingen in Ihrem Antrag drin stand, nicht mal hier zu konkretisieren. Sie fordern doch, dass wir hier dieses Parlament zum Mittelpunkt der Debatte machen. Und dann kommen Sie mit diesen Allgemeinplätzen im Antrag und in Ihrer Rede. Ich würde sagen, aus den 7 Minuten haben Sie leider nicht so richtig viel gemacht. Aber okay, wir werden mit den Beiträgen von Herrn Haider und von uns an der Stelle Ihnen gerne helfen. Bleiben Sie ruhig, Sie hatten 7 Minuten. Wenn Sie daraus nichts machen, dann ist das Ihr Problem. Und Herr Komling, bei Ihnen, Herr Komling, habe ich mich gefragt, das Einzige, was Sie eigentlich gerade noch irgendwie hätten fordern können, dass Sie auch noch das deutsche iPhone haben wollen, mit dem Sie telefonieren. Ich weiß gar nicht, mit welchem deutschen Telefon Sie unterwegs sind, aber ganz ehrlich, diese Schallplatte bei Ihnen könnten Sie auch mal austauschen. Also, wir haben es eben, wir haben das eben gehört. Seit ungefähr 30 Jahren, ziemlich genau seit 30 Jahren, reden wir über das World Wide Web. 30 Jahre später haben wir über 63 Millionen Deutsche, über 14-Jährige, die online sind. Wir haben über im Jahr 2020 ungefähr geschätzte 20 Milliarden vernetzte Dinge und Geräte. Darunter sind erfolgreiche deutsche Unternehmen, Wirecard, Freeletics, mit hohen Bewertungen. Das heißt an der Stelle eben auch, wir sind in der digitalen Politik in Deutschland, in der digitalen Wirtschaft eben nicht so schlecht aufgestellt, wie uns manche immer glauben machen wollen. Aus diesen Zahlen in 30 Jahren wird aber auch deutlich, dass wir eben eine drastische, eine dramatische und eine rasende Veränderung der Politik und der Wirtschaft vor allem haben. Und wir erleben diese drastische Veränderung ja auch, wenn es um die Frage von Arbeitsplätzen geht. Wir haben das gerade bei uns in Niedersachsen, bei mir in Wolfsburg in den letzten Tagen ja sehr intensiv diskutiert, dass eben auch ein großes Unternehmen wie Volkswagen vor dem Hintergrund der Digitalisierung die Reduzierung von 7.000 Arbeitsplätzen ankündigt. Das ist natürlich an der Stelle ein deutlicher Auftrag, auch für uns als Politik, diesen Unternehmen in diesen vom Strukturwandel betroffenen Branchen und Regionen ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir als Politik diesen digitalen Wandel, diese Veränderung in der Wirtschaftspolitik natürlich gestalten. Und da brauchen wir ganz klar ein Fairplay eben auch in der durch die Digitalisierung geprägten Wirtschaft. Wir brauchen also eine neue wirtschaftspolitische Ordnung. Und ich bin ja froh, dass eben auch in diesem Haus hier fast alle erkannt haben, dass wir dort eben neue Spielregeln brauchen. Denn, meine Damen und Herren, ja, genau so ist es. Wir erleben eben einen starken Trend hin zu Monopolen. Wir erleben Plattformen, wo eben der Vermittler, der Intermediär, die Plattform eben nicht nur der Vermittler des Geschäftes ist, sondern eben gleichzeitig auch Anbieter. Wir erleben eben Netzwerk- und Login-Effekte, wo natürlich eben auch Plattformen, einige sind genannt, eben auch dadurch ihre Macht zementieren, dass sie natürlich die meisten Kunden haben, dass es eben keine durchlässigen Grenzen zu anderen Wettbewerbern gibt und dass genau dadurch eben durch dieses Wissen, durch diese Menge an Kunden und durch das enorme Wissen über Daten und Vorhandensein von Daten eben Monopole sich zementieren. Und das muss für uns als Politik natürlich Handlungsauftrag sein. Wir brauchen faire, gerechte Rahmenbedingungen eben auch in der digitalen Wirtschaft, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir uns fragen, reicht eigentlich der Instrumentenkasten des Wettbewerbs und des Kartellrechts aus? Und da sagen wir natürlich nein. Und zwar weder auf der nationalen Ebene noch auf der europäischen Ebene sind wir dort am Ende, denn wir müssen natürlich mit den Veränderungen Schritt halten. Und Herr Theurer, wenn ich eine konkrete Sache auch zur europäischen Ebene aus Ihrer Rede mitnehme, dann, dass Sie wirtschaftspolitisch strategische Entscheidungen beispielsweise durch eine Analogie der Ministererlaubnis auf europäischer Ebene ablehnen. Denn das habe ich Ihrer Rede eben konkret entnommen. Und da muss ich mal sagen, das ist ja wohl fatal, wenn wir eben nicht auch wirtschaftspolitisch strategisch entscheiden können, welche Zusammenschlüsse wir eigentlich wollen. Das haben wir beim Thema Siemens und Alstom ja schmerzhaft erfahren. Ich nehme mit, dass Sie das auch in Zukunft nicht zulassen wollen. Es geht also, wenn wir zurück auf die Digitalisierung kommen, darum, dass wir den Zugang zu Daten klug organisieren, dass wir das Kartellrecht schärfen, damit eben dort
wo wir Monopoltendenzen haben, eben durch die Kartellbehörde im Einzelfall eingreifen können, regulieren können. Und das ist eine Frage des Fair Plays. Ein weiterer Punkt des Fair Plays. Herr Kollege, gestatten Sie als Sinnfall als Kollegen Theurer, FDP? Wenn die 7 Minuten noch nicht ausgereicht haben, dann bitte schön. Ja, vielen Dank für die analog drücken. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit, eine Zwischenfrage zu stellen. Wenn Sie die Ministererlaubnis auf europäischer Ebene ansprechen, dann ist Ihnen offensichtlich entgangen, dass es heute schon eine politische Entscheidung in solchen Fragen in der Kommission gibt. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es Position der Sozialdemokraten ist, dass die Europäische Kommission als europäische Bundesregierung auch die politische Verantwortung für die europäische Politik übernimmt. Dort hat die Wettbewerbskommissarin im Kollegialorgan der Europäischen Kommission auch die Möglichkeit, das Ganze auf der Grundlage der rechtlichen Bewertung der Wettbewerbsbehörde zu entscheiden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit einer Ministererlaubnis auf europäischer Ebene bereits. Das, was Minister Altmaier und Minister Le Maire wollen, ist ja was ganz anderes. Sie wollen das in den Rat ziehen. Das heißt, Sie wollen das rausnehmen aus der Europäischen Bundesregierung Kommission. Jetzt meine Frage, ist Ihnen das etwa entgangen? Und sind Sie der Meinung, dass die Europäische Kommission in dieser Frage der Wettbewerbszuständigkeit geschwächt werden soll? Herr Kollege Theurer, ich habe es ja eben deutlich gemacht. Wir wollen überhaupt keine Schwächung der europäischen Ebene, wenn es um die Frage von fairen Marktbedingungen und wenn es um die Frage von wettbewerbs- und kartellrechtlichen Kompetenzen geht. Das haben Sie mir vielleicht nicht zugehört. Wir wollen eine Stärkung, und das ist auch Aufgabe übrigens der Wettbewerbsrechtskommission 4.0, die Sie ja so ein bisschen, da herabqualifiziert haben, dass nämlich auch genau dort Vorschläge erarbeitet werden, wo auf deutscher und auf europäischer Ebene Anpassungen notwendig sind. Zu Ihrer konkreten Frage aber auch noch mal zurückkommen. Nein, es ist eben nicht so, dass auch an der Stelle, und die Kollegin kommt doch sogar aus Ihrer Parteienfamilie, die doch deutlich gemacht hat, sie hat die Entscheidung über Alstom und Siemens in diesem Fall sehr klar nur auf Basis der rechtlichen vorhandenen Rahmenbedingungen beantwortet und eben nicht die Möglichkeit gehabt, eine gesamtstrukturpolitisch-strategische Entscheidung zu treffen. Und das, Herr Kollege, das müssen Sie auch anerkennen. Ansonsten, Sie ist ja Ihr Parteibuch, bin ich mir sicher, Sie können da ja noch mal nachfragen. Ansonsten würde ich weitermachen. Denn ein weiterer Punkt des Fair Plays ist natürlich in der digitalen Welt die Frage der Besteuerung. Und an der Stelle ist doch klar, ich glaube, Ihre Partei redet gleich noch, Frau Kollegin, dann können Sie ja vielleicht Ihren Punkt einbringen und dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Also an der Stelle, das heißt, ich traue mich nicht, Frau Dröge, ich glaube, wir haben genug Diskussionsmöglichkeiten. Gestatten Sie noch eine weitere Zwischenfrage? Nein, ich gestatte keine weitere Zwischenfrage. Keine weitere. Ich würde mit dem Punkt des Fair Plays in der Besteuerung nämlich ganz gerne weitermachen wollen, denn das ist eine Kernfrage, wenn wir über Fair Play in der digitalen Welt sprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass eben auch digitale Unternehmen und nicht nur die kleinen, ehrlichen Handwerksbetriebe und Mittelständler in unserem Land die Steuern zahlen aus ihren Geschäftsmodellen, aus ihrer Geschäftstätigkeit. Das ist eine Frage der Fairness. Und an der Stelle würde ich mich freuen, wenn wir dann auch in Zukunft die Kolleginnen und Kollegen der FDP mit an unserer Seite haben. Denn diesen Teil haben Sie, wenn Sie schon über Fairplay in der digitalen Welt reden, leider in Ihrem Antrag aus meiner Sicht viel zu wenig berücksichtigt. Wir müssen also, wenn wir über die digitale Agenda, wenn wir über das Fairplay in der digitalen Wirtschaft sprechen, 3 Dinge schaffen. Wir müssen erstens führende deutsche und europäische Industrieplattformen mit einem weltweit großen und sicheren Datenpool für Prozesse und Betriebsdaten sicherstellen, damit eben dort ein kluger Zugriff auf Daten und ein kluges Teilen von Daten ermöglicht wird. Wir müssen zweitens die Finanzierung von Start-ups voranbringen, damit eben neben dem deutschen Mittelstand die Start-ups von heute die Arbeitgeber von morgen sind und uns eben dort in der digitalen Wirtschaft entsprechend innovativ voranbringen. Und wir müssen natürlich Fachkräfte, das Know-how der digitalen Wirtschaft hier in Deutschland halten und neue gewinnen. Und ich bin sehr froh, dass inzwischen fast alle Fraktionen in diesem Haus verstanden haben, dass wir eben dort auch eine Fachkräfteeinwanderung brauchen. Denn wir brauchen an der Stelle das Know-how, das digitalpolitische Know-how als Fachkraft für unsere Wirtschaft. Denn reden Sie mit den Unternehmen, das ist einer der größten Mangel, wenn es um die Entwicklung deutscher Unternehmen an dieser Stelle geht. Die Digitalisierung verändert unsere Welt in rasender Geschwindigkeit. Wir werden, wir können und wir wollen diese nicht aufhalten. Aber unser Auftrag ist es, diese zu gestalten. Für die SPD ist dabei klar, wir brauchen neue Spielregeln.
wir brauchen faire Spielregeln und wir brauchen endlich eine faire Besteuerung, eben auch in der digitalen Welt. Die Menschen, der deutsche Mittelstand, die Industrie, die gesamte deutsche Wirtschaft, sie können sich darauf verlassen, dass wir genau unseren Auftrag wahrnehmen. Sie können sich auf uns verlassen, dass wir diese Spielregeln schaffen werden. Denn für uns ist klar, technischer Fortschritt ist nie Selbstzweck. Er muss immer dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen. Vielen Dank. Danke, Domscheit-Berg. Die Fraktion Die Linke ist die nächste Rednerin.